Hallo und herzlich willkommen hier bei Pokémon Rot auf Guck Clementine. Guck dich den mal an, der ist gegen ein Schild gelaufen, der ist ja voll tot. Gar nicht wahr, hier dürfen wir nicht durch, weil wir nichts zu saufen dabei haben. Gute Afrikola. Genau, wir begeben uns jetzt zum Tunnelfahrt von Azuria nach Orania City. Vielleicht finden wir ja einen Dickdau unterwegs. Hallo. Besitzt du ein Nidoran männlich? Nicht mehr. Willst du es gegen Nidoran weiblich tauschen? Nein. Schade. Ich liebe diese Reisemusik. So, willkommen in Orania City. So. Und wir müssen zuerst auf die MSN, weil die sonst Major Bob gar nicht herausfordern kann. Oh, unlucky. Mal gucken, ob es überlebt. Ich sollte jetzt vielleicht keinen Schaufler machen. Fuchtler, 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 Fuchtler. Perfekt. Fuchtler. Warum? Witzler. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich ihn ein. Ich kenne ihn Gefahr. Ich kenne ihn Gefahr. Sehr gut. Myrabla. Und damit ist die Duflor-Giflor-Entwicklung geöffnet. Siehst du, du hast jetzt einfach nur einen Pokéball auf Unkraut geworfen. Musst du trotzdem kämpfen. Ich weiß. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Pfadfinderin möchte kämpfen. Pfadfinderin setzt Taubsee. Taubsee, Taubsee. Ich meine, wenn du dir mal so die Größen überlegst. Taubsee? Größen sind sowieso unrealistisch, vor allen Dingen auch das Gewicht, was die für einige Nidoking rausgesucht haben. Taubsee? Nidoking. Nidoking ist gar nicht mal so viel größer. Nidokings Horn ist größer als das ganze Taubsee. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ah doch. Scheiß viel. Witzler. Also langsam gehen wir Gas. Misty ist weg. Nidoking ist gut gelaunt. Siehst du das? Siehst du das, wie er grinst? Guck dir das an. Dieses Grinsegesicht. Und vor allen Dingen, jetzt überleg dir mal, ich mache Fuchtler. Das heißt, Nidoking rennt die ganze Zeit jetzt so. Nichts anderes. Ich rechne schon mit GIFs. Hat nicht ganz geklappt. Moin. Hörte ich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Ja. So, wir machen jetzt hier mal extreme Action. Ich habe ihn blind besiegt. Oh, fuck. Ja, auf alle Fälle. Ja, dieses... Das ist aber ein ziemlich lahmes Radikal. Wieso? Ruckzuckieb hat doch immer erst zu der Garantie. Nee, vom Schaden her. Das war ein ziemlich lahmes Radikal. Oh, willkommen in Orania City. So.
Oh, ich glaube gar nicht, wir kommen in der, Folge nicht bis Major Bob. Weil ich hole jetzt das Ticket, dann gehe ich auf die MSN. Oh ne, Angel. Fuck, wo war denn das Ticket nochmal? Eine Etage weiter tiefer. Ja, ja, ich angel auch gern. Ja, gib mir die komische Angel. Ja, ich will Carbadora angeln. Ja, ja, tschüss, tschüss. Aber diese Leute, die sich ja in den Weg stellen. Willkommen im Pokémon Fanclub. Hallo. Guten Tag, werter Herr. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Dann darf MK jetzt weiterskippen, weil das werde ich nicht alles vorlesen. Warum? Weil das zu viel ist. Sehr schön. Dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft. Warm und kuschelig. Spektakulär. Hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Der kann retten, der Typ. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Ja! Er hat dir gerade 1 Million gegeben. Dafür, dass ich ihm zugehört habe. Du hast dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. So. Bike Peasant. Ich habe ja noch keine Rollschuhe. Die gibt's auch in dem Spiel nicht. Ich weiß. In den anderen, also in XY und so, fahre ich kein Fahrrad. Bitte. So, was haben wir denn hier alles? Der MK weiß, was er tut, ne? Er versucht es zumindest. So, was ist denn das hier eigentlich nochmal für ein Haus? Das habe ich überhaupt nicht mehr auf der Karte. Wer bist du denn? Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saffronia City im Norden bringen. Ja, dann tut das. Dummes Haus. So, habe ich noch irgendwas zu erledigen? Nee, musst du passen. Dir ein Dictry holen. Ja gut, hier komme ich ja jederzeit wieder hin. Das ist nicht das Thema. So. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Kraken sagt das Bootsticket. Großartig. Willkommen auf der MSN. Und an der Stelle klinke ich mich gerade kurz nochmal aus. Bitte? Ich sagte, an der Stelle klinke ich mich kurz nochmal aus. Ich muss was zu mir nehmen. Tu das. So. Welcome to the MSN. Select your player. Wir spielen das hier ein bisschen ab. Und ich bin falsch gelaufen. Mist. Andere Seite. Andere Seite. Hab mich schon gewundert. Hier ist falsch. Ich muss da lang. Hier gibt so viele Items, so viel zu entdecken und mich interessiert's nicht. Ich will nur ins scheiß Zerschneider. So, Chief! Chief! Sieh an, Karkind! Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Karkind hat man dich tatsächlich eingeladen.
Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in Hungers. Wow! Als wäre Speedy gar nicht weg. Chief möchte campen. Nicht so ersetzt. Ich werde hier nicht mehr gebraucht. Tschüss. Ich fühle mich so ersetzt. Mein Liebe klingt schlecht verwundlich. Was, deckt sein Bruder aus? Was denn? Hohe Zahlen sind gut. Ja, hohe Zahlen machen mich glücklich. Abracadabra. Simsala. Ich mag MSN Fast Run. Weil. Alles andere macht keinen Sinn. Man braucht hier doch sonst nichts von der MSN, oder? Es gibt ein paar Items. Ich kann mich hier ja gleich rausschaufeln. Oder Fluchtzahlen. Dann Fluchtzahlen Nein. Fluchtzahlen auf keinen Fall. Du kannst nur wipen. Oder schaufeln. Naja, gut, dann lassen wir es halt abfahren. Ist mir auch egal. Nein! Bitch slap! So, jetzt gibt's auch die Schnauze! Putz! Langsam geht's richtig voran, ich merk das. Nein! Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Das war dir leider. So. Ich finde das sowieso voll creepy. Was? Riech dich später. Ja. Hallo, guter Mann. Wo reiert ihr denn hin? Ich bin gar nicht gut, Bubs. Karkind passiert dem Kapitän den Rücken. Das war nicht der Rücken. Hubbel, Schrumpf. Ja, ich danke dir. Es geht bestimmt viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen. Und bist du übel? Ich hab's. Nimm das hier. Damit bringst du deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Du drückst meinem Evoli nicht gerade ein paar Scheren einfach in die Hand. Also, ich muss ja mal sagen, das Let's Go finde ich sehr, sehr creepy. Sehr, sehr creepy. Ach, das so. Oh, wir packen Major Bob noch. Und noch 11,5 Minuten. Wenn du dich jetzt hier nicht noch so viel länger auftrödelst, sollte das funktionieren, ja. Du hast deinen Mirrorplan nicht im Inventar. Ich hab's gemerkt. Also Zwinge. Das würde ich nicht machen, wenn du Glurak gewinnbringend an. In einem normalen Spieldurchlauf würde ich das nicht tun, aber... Du kannst es nie wieder verlernen. Stimmt. Das ist eine VM. Ja, Moment. Ich muss es ja jetzt gar nicht. Nein. Du kannst... Nein! Hör auf, immer Blödsinn zu drücken. Ich komme nicht aus dem Loop raus. Doch. Drück auf Nein. Aber nein, ja, okay. Ja, okay. Wenn man ständig nur auf die dämliche Taste drauf verwehrt, geht das natürlich nicht. Ja gut, ich geh erst ins Pokémon Center und dann bringe ich das Mirabla bei. Braver MK. Tschüss, ihr alle. Tschüss. Hier gibt's so viele schöne Sachen zu entdecken. Ja, und MK hat keinen Bock. Ja. Ich mag die MSN nicht. Tröd, tröd. Ich mag ja die ganzen Speedruns, wo die MSN dann rückwärts fährt. Tschüss. Mist, wir wollten doch mit.
weil die MSN fährt in die neue Welt. Die fährt in die Partyinseln. Ja, so ist das. So. In meinem richtigen Spielstand habe ich die MSN geglitscht. Die steht immer noch da, sodass ich da unten immer noch zum Gewalt bin. Bist du einfach. Nö, ich bin da rausgeflogen. Kannst nicht fliegen. Du kannst mit irgendwas... Nee, mit Abra Teleport kannst du von der runter. Das vielleicht, ja, aber das hast du ja nicht. Ja, habe ich nicht. So, damit haben wir jetzt den Zerschneider. Du solltest ins Pokesender, das ich... Unkraut holen. Ja, bin ich dabei. Hallo. Major Bob. So, Ablegern, was lassen wir denn hier? Tschüss. Raupi! Den Raupi wirst du sowieso nicht benutzen. Nicht eine Parasfische, der Schneider mit, ne? Murabla hat Level 13. Falls du was Problematisches hast, hilft dir das mehr. Kann Murabla Zerschneider? Ich hätte erst Paras für den Zerschneider mitgenommen. Wenn das Ding jetzt kein Zerschneider kann. Dann lasse ich dich für den Major Bob-Kampf allein. Warum? Ich muss erstmal bei Major Bob reinkommen. Wir müssen ja erstmal ein ganz schwieriges Rätsel jetzt lösen. Das ich allerdings ein wenig austricksen werde. Das verrate ich jetzt aber noch nicht. Denn das wäre ja unprofessionell. Wie schön ich neue Generationen finde, wo du einfach den Busch anklicken kannst und dann das Pokémon das automatisch ausführt. Ist total doof. So, saven, Papa, saven. Jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Nein! Normalerweise ist der immer oben. Nein. Nein! Na, ah, den machen wir platt. Obwohl der Atem schneller gegangen wäre. Vielleicht hätte ich doch noch mal heilen sollen, wenn ich mir gerade so auf. Ach, Red Bar. He's a motherfucking gentleman. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Ich geh nochmal raus und rein. Ich reset nochmal. Und ich geh nochmal heim. Ist mir alles zu heiß hier. War ich nicht eben im Pokécenter? Warum hab ich nicht geheilt? Du hast nur Unkraut geholt. Was bin ich denn für ein Lappen? Oh Mann. Irgendwer lenkt mich hier die ganze Zeit ab. Das muss dieses komische Myrapla sein. Jetzt bin ich aber echt verwirrt. Normalerweise startet das mit den Eimern immer oben links. Tut es nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch, dass das immer da ist. Oder ist das die Mülltonne? Okay. Das erste Schloss. Jetzt haben wir eine Chance von 33%, das richtige Schloss zu erreichen. Nein! Ach. Gut, dieses Schloss war es nicht. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich.
Ja, ich merke schon, wir fangen jetzt richtig an durchzurauschen. Dann muss es dieser sein. Warum? Ich sagte, jetzt nehme ich den unten drunter und dann ist er das auch nicht. Dann macht sich das Leben ja ein bisschen einfacher. Oder kompliziert. Warum? Dieses Rätsel ist voll für den Arsch. Map, 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 map. Probier mal untere Reihe, zweites von rechts. Dem bist du jetzt reingerannt. Da hau ich dir auf die Schnauze. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen abreagieren. Moin, Seemann. Tschüss, Pikachu. Pika, Pika. 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 Da sind wir. Platt. Sowas von platt. So. Ist das jedes Mal random, wo das dann hinkommt, wenn ich lade? Weil das kann ja nicht sein. Es ist in einem von den dreien, die da drumrum sind. Der, der oder der normalerweise. Wir sind ja hier nicht bei Pac-Man, wo es dann hier nach unten in den rutscht. Ich kann's dir nicht sagen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich ein sehr merkwürdiges Sieg. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ich habe das noch nie geschafft, am Anfang durchs hohe Gras zu kommen. So, jetzt habe ich eigentlich nur zwei Chancen. Ich glaube, da kann es auch sein, dass die etwas diagonal versetzt sind. Meinst du? Hm. Ja! So! Geht weiter! Heidewitzka, Kapitän! So! Bevor er mich platt macht. Aber ich würde sagen, ich bin auch ziemlich gut in der Zeit. 3 Stunden, 3 Orden. Hey, Kleiner, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance. So viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das Gleiche steht dir nun bevor. Ist der Captain Iglo oder was? Nein, wo ist er nicht? Denn ist Major! Was ich ja lustig finde, ist, hier ist er Major, im Englischen ist er Lieutenant. Lieutenant Surge. So, dann machen wir noch Platz. 12 Sekunden, das reicht doch. Autobahn! Nidoking! Nidoking! Fuchtler, los! Attacke!
Tschüss! Na, doch nicht ganz. Nein! Ich mag einfach Sonne nicht. Ah, hör auf! Nicht verwirrt sein. Sehr gut. So. Johnny Picard! Raichu! Das Pokémon, das die wenigsten Leute kennen. Weil, wer hat schon Pikachu weiterentwickelt? Tja, mach doch X-Tempo. Ist mir egal. Tschüss. Oh, es hat keine Wirkung auf mich. Och Mann. Ja, dann hol mich doch an. Alter! Das will ja auch nichts bringen. Alter! Danke! So, 3 Stunden, 3 Orden. Bin zufrieden. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. Blitzerblitz. Jo, Donnerblitz ist das, ne? Mhm. Sehr gut. Das wird meinem Pikachu sehr gefallen. Gut, dann würde ich aber sagen... Aber ich könnte es auch meinem YouTube beibringen. Mach das eher. Aber ja. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wieso immer ich. Jo. Bis zum nächsten Mal. Teilt uns, liked uns, drückt das Glöckchen, damit ihr immer wisst, was los ist. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.